Otterkring ist der 16. Wiener Gemeindebezirk. Der Bezirk wird aus den selbstständigen Gemeinden Otterkring und Neue Lerchenfeld gebildet. Der Bezirk Otterkring liegt im Westen Wiens, eingebettet zwischen dem Lerchenfelder Gürtel und den Wiener Waldhügeln. Im Norden grenzt Otterkring an Hernals, im Osten an die Josefstadt und Neubau und im Süden an Rudolfsheim, Fünfhaus und Penzing. Um 800 entsteht Otterkring als Dorf der Leute des Ottacher, eines Grafengeschlechts aus dem Chiemgau. Um 1150 wird es erstmals urkundlich erwähnt. Durch die Ungarn im späten 15. Jahrhundert und während der Türkenbelagerungen von 1529 und 1683 wird das Dorf zerstört, die Einwohner getötet oder versteppt. Danach kommt es zum Wiederaufbau und zur Gründung von Neulerchenfeld als Unterotterkring, schließlich zur Trennung in zwei Vororte. 1835 wird ein großer Teil Otterkrings durch eine Feuerbrunst zerstört. Die ebenen Flächen sind ursprünglich von Feldern, die Hügel von Weingärten, Weiden und Wald bedeckt. Die stadtnäher gelegenen Gebiete des damaligen Lerchenfelds werden 1850 im Zuge der Eingemeindung der 34 Vorstädte innerhalb des Lienenwalds dem Bezirk Neubau und der Josefstadt zugeordnet. Nachdem das Gebiet des sogenannten Lerchenfeld lang Ackerland gewesen ist, setzt im 17. Jahrhundert vom zentrumsnäheren Teil ausgehend die Besiedlung ein. Um 1700 ist neben Alt-Lerchenfeld weiter stadtauswärts bereits Neu-Lerchenfeld entstanden, das 1704 beim Bau des Lienenwalls außerhalb dieser Befestigungsanlage verbleibt. In den Jahren 1703 bis 1705 wird die Grundherrschaft über Lerchenfeld von der Stadt Wien erworben. Neben den Stadtteilnahmen Alt-Lerchenfeld und Neu-Lerchenfeld erinnern heute diverse Wiener Straßennamen an das Lerchenfeld. Die Lerchengasse, die Lerchenfelder Straße, Neu-Lerchenfelder Straße und der Lerchenfelder Gürtel. Mehr über die Historie des Lerchenfeld, die Namensgebung, führe ich im Video Josefstadt, historisches Wien aus. Die Josefstadt ist seit 1850 Teil. Die höchste Erhebung in Otterkring ist mit 449 Meter der Galizienberg bzw. der Wilhelminenberg, auf dem die Jubiläumswarte steht. Im August 1898 wird auf der Vogeltennwiese anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. ein hölzerner Turm errichtet. Noch im selben Jahr wird die Kaiserjubiläumswarte von einem Sturm umgefegt. In diesem Jahr findet im Prater zeitgleich die Jubiläumsausstellung statt. Für diese Veranstaltung wird ein 27,5 Meter hoher Eisenturm aufgestellt. Der am 14. September 1875 gegründete Otterkringer Verschönerungsverein kauft das Eisengestell um 35.000 Kronen und stellt es statt des Holzturms auf. Die Eröffnung des Turms wird am 6. Juli 1899 von Bürgermeister Karl Lueger vorgenommen. Der Name Galizienberg leitet sich vom ehemaligen russischen Botschafter in Wien, Demetrius Michailowitsch Galizien, ab, der in den 1780er Jahren hier weite Besitzungen erwirbt und sich ein Sommerschlösschen erbauen lässt. Die Bezeichnung Wilhelminenberg stammt von der späteren Besitzerin Wilhelmine Montlear, Sachsen, Kurland. Zwischen 1903 und 1908 lässt Erzherzog Rainer das schon baufällige Sommerschloss abreißen und ein Schloss im Neo-Empire-Style erbauen. Am Fuße des Wilhelminenbergs, nahe am Otterkringer Friedhof, befindet sich die Kufner Sternwarte. Die Kufner Sternwarte wird als privates Forschungsinstitut in den Jahren 1884 bis 1886 im Bereich der heutigen Johann-Staudt-Straße 10
nach den Plänen von Franz von Neumann erbaut. Die Familie Kufner stammt aus Lundenburg in Mähren, das an der von Wien ausgehenden Kaiser Ferdinand Nordbahn liegt. Kurze Nebenbemerkung: Ignaz und Jakob Kufner übernehmen 1850 die seit 1837 bestehende Blanche Brauerei, heute Otterkringer Brauerei. An der Ostschulter des Galizienbergs entspringt im Lippertstal der heute kanalisierte Otterkringer Bach. Er verläuft ursprünglich entlang der heutigen Linie Otterkringer Straße, Abelegasse, Thalierstraße und erreicht über die Lerchenfelder Straße den Minoritenplatz und den tiefen Graben den heutigen Donaukanal. Die Bebauung des Bezirks weist große Unterschiede auf. Die Industrialisierung hat im Laufe des 19. Jahrhunderts die Gebiete außerhalb des Linienwalds zu Arbeiterwohnvierteln gemacht, mit einem großen Anteil an Substandardwohnungen, Untermietern und Bettgehern. Aufgrund der Industrialisierung hat Otterkring nach Favoriten die zweitstärkste tschechische Minderheit Wiens. Der Zuzug der sogenannten Ziegelböhm, im Jargon die Ziegelböhm aus Böhmen, Mähren und Galizien, nach Favoriten hängt mit den Wienerberger Ziegelfabriken zusammen. Diese Geschichte erzähle ich ausführlich in dem Video Favoriten historisches Wien. Favoriten ist der 10. Wiener Gemeindebezirk, im Jargon der 10. Hieb. Doch dazu später. Der Name Favoriten. Otterkring entwickelt sich zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung und entsendet 1900 in der Person Franz Schumayers einen der beiden ersten Vertreter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in den Wiener Gemeinderat. Der zweite Vertreter der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei ist Jakob Reumann aus dem 10. Bezirk Favoriten. So befinden sich in Gürtelnähe ein dicht bebautes, schachbrettartiges Arbeiter- und Angestelltenwohnviertel, während sich um die Vororte-Linie Industriebetriebe und Werkstätten angesiedelt haben. Etwas höher liegt das Villenviertel mit dem Otterkringer Friedhof, darüber eine ausgedehnte Laubwaldzone. 1888 äußert Kaiser Franz Josef im Rahmen der Eröffnung des Türkenschanzparks den Wunsch, Wien mit seinen Vororten zu vereinigen. In der Folge beschließt der Niederösterreichische Landesausschuss im Jahre 1890 die Eingemeindung der Vororte zu Wien. Das Gesetz tritt am 1. Jänner 1892 in Kraft. Zum Thema Stadterweiterung in den Jahren 1850 und 1890-92 nehme ich ausführlich Stellung in dem Video vom Werden einer Stadt, historisches Wien. Kaiser Trajan legt auf eine. Otterkring ist ursprünglich ein typischer Arbeiter- und Industriebezirk. Das wird durch die Ansiedlung weiterer Industriebetriebe noch verstärkt. Am 17. September 1911 kommt es zu massiven Unruhen der sogenannten Teuerungsrevolte aufgrund schlechter Wohnverhältnisse und Preissteigerungen. Erst nach Militäreinsatz mit mehreren Toten werden die Unruhen gestoppt. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, es ist die Zeit des Roten Wiens von 1919, bis 1934 wird insbesondere vom boomenden sozialen Wohnbau geprägt. Zwischen 1922 und 1934 werden in Otterkring 28 Gemeindebauanlagen mit 4.517 Wohnungen errichtet, die die prekäre Wohnsituation im Bezirk deutlich mildert. Unter den Neubauten ist der St. Leitenhof mit mehr als 1.500 Wohnungen die größte Wohnhausanlage der Gemeinde Wien in der Ersten Republik. Die Wirtschaftskrise Anfang der 1930er führt zu großem Elend im Bezirk. Zeitweise waren mehr als 50% der Arbeitswilligen arbeitslos. Der Februaraufstand 1934 führt schließlich auch in Otterkring zu schweren kriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Heftige Kämpfe gibt es insbesondere um das Arbeiterheim Otterkring in der Kreitnergasse.
Das rote Wien beschreibe ich ausführlich in dem Video Meidling historisches Wien. Meidling ist der 12. Wiener Gemeindebezirk. Mit 1. Jänner nach der Eingemeindung des Bezirksgebietes verstärkt sich die Ansiedlung von Industriebetrieben in Otterkring. Wie schon oben gesagt, die Otterkringer Brauerei existiert seit 1837 unter dem Namen Blanche Brauerei. 1898 wird die Tabakfabrik in der Thaliastraße 125 eröffnet. Das österreichische Unternehmen Julius Meindl AG entsteht aus dem im Jahre 1862 von Julius Meindl dem I. am Fleischmarkt gegründeten Gewürzgeschäft, in dem anfangs unter anderem nur grüne Kaffeebohnen angeboten werden. 1906 wird der Firmensitz und die Rösterei in Otterkring bezogen. Hinzu kommen Betriebe der Fotoindustrie, zum Beispiel Herr Lango, Emailgeschirrerzeuger wie die Austria Email oder Maschinenbauer, beispielsweise die österreichischen Industriewerke Wachalowski, Eisler und Co. Anlässlich des 40-jährigen Regierungsjubiläums Franz Josef I. widmet Fürstin Wilhelmine Montclair 1888 der Gemeinde Otterkring 300.000 Kronen zum Bau eines Spitals. 1890 wird der Stammpavillon errichtet, 1891 die Anstalt eröffnet. Bis 1913 kommt es zu mehreren Erweiterungen und Zubauten im Pavillonsystem. Bei der Gründung des Stiftskloster Neuburg durch Markgraf Leopold III. Fällt 1114 jener Landstrich des Wienerwalds, in dem die Siedlung der Leute des Ottacher liegt, als Schenkung dem Kloster zu. Vom 15. Jahrhundert bis etwas nach Mitte des 19. Jahrhunderts wird für die Siedlung die Bezeichnung Ottergrün verwendet. Bis 1848 besitzt das Stiftkloster Neuburg die grundherrschaftlichen Rechte. Zeitweise gibt es auch Freihöfe, die nicht der Grundherrschaft unterstehen. Der wichtigste ist der Schottenhof, der urkundlich erstmals 1322 genannt wird. Otterkring besitzt zwei Siedlungskerne, die beide in der Zeit vor der ersten urkundlichen Nennung 1147 und 1167 zu setzen sind. Der ältere, heute völlig verschwundene Kirchweiler, um die bereits 1230 urkundlich erwähnte Lambertkirche, die bis um 1780 nächst der Gabelung Johann-Staudt-Straße, Galitzinstraße im Bereich des heutigen Friedhofs steht, geht mit großer Sicherheit auf das 9. Jahrhundert zurück. Ein Friedhof besteht bereits zur damaligen Zeit am heutigen Friedhofstandort, der sich in etwa auf dem Standort der heutigen Aufbahrungshalle 1 erstreckt. Der jüngere Siedlungskern, ein Grabendorf, entsteht im 11. Jahrhundert. Die Siedlung liegt an den Ufern des Otterkringer Bachs und ist heute noch an der oberen Otterkringer Straße zwischen St. Leitengasse und Vororterlinie zu erkennen. Der Ort kann sich von den durch Matthias Corvinus 1484, den Osmanen 1529 und 1683 erlittenen Schäden nur schwer erholen, beziehungsweise die Siedlung um die Lambertkirche wird nach der Zerstörung 1683 nicht wieder aufgebaut. Die Ortsbewohner siedeln sich alle um eine ab 1415 bestehende, dem heiligen Wolfgang geweihte kleine gotische Kapelle an. Der Platz entspricht dem heutigen Standort der Alt-Otterkringer Kirche. 1909 bis 1912 erfolgt anlässlich des 80. Geburtstags Franz Josefs 1910 nach Plänen von Rudolf Wischkozil in neuromanischer Form durch Überbauung eines älteren bestehenden Gebäudes die heute bestehende Kirche. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts bleibt Otterkring ein größtenteils von bäuerlicher Bevölkerung bewohntes Dorf, ist allerdings auch als heurigen Ort bekannt. Am 11. Mai 1835 vernichtet ein Brand einen großen Teil der Gemeinde. Von 82 Häusern brennen 52 gänzlich ab. Im 19. Jahrhundert entsteht auf einem der Gemeinde Alt-Otterkring gehörenden Grund zwischen dem alten Ortskern und dem jungen Neulerchenfeld ein weiterer Gemeindeteil, der Neu-Otterkring benannt wird.
Hier entstehen eine Reihe von Fabriken, sodass Neu-Otterkring um 1870 bereits städtischen Charakter aufweist. Neu-Lerchenfeld entsteht um 1700 als geplante Siedlung. Die Siedlung wird von Leuten aus dem 1683 zerstörten Otterkringer Ortsteil um St. Lambert angelegt, weshalb die Siedlung bis 1703 Unter-Otterkring genannt wird. Ursprünglich besteht der Ort aus drei Gassen, die heutigen Gaulacher Gasse, Neu-Lerchenfelder Straße und Grundsteingasse. Die Grenze zum Bezirksteil Otterkring verläuft entlang der Friedmanngasse, der Haberlgasse und der Thaliastraße. Die Ortschaft bildet im gewissen Sinn eine Fortsetzung von Alt-Lerchenfeld. Neu-Lerchenfeld unterscheidet sich von dem weiter draußen gelegenen Otterkring durch die soziale Schichtung der Bevölkerung. In Neu-Lerchenfeld leben vorwiegend Handwerker und kleinbürgerliche Gewerbetreibende. Otterkring ist nach wie vor bäuerlich geprägt. Der Ort entwickelt sich rasch und wird bald wegen der in zahlreichen Häusern eröffneten Gaststätten und Weinschenken bekannt. Man spricht scherzweise von des Heiligen Römischen Reichs größten Wirtshaus. 1835 befinden sich in den 157 Häusern Neu-Lerchenfelds nicht weniger als 92 Lokale sowie zwei Tanzsäle. Die zwischen den Jahren 1732 bis 1753 erbaute Neu-Lerchenfelder Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes bildet den Mittelpunkt der Gemeinde. Die Industrialisierung Wiens gibt Neu-Lerchenfeld ein gänzlich neues Gepräge. Die Gemeinde gehört mit Otterkring, Hernals und Fünfhaus zu jenen Teilen Wiens, die einen hohen Anteil an Substandardwohnungen mit dichtem Belag und hohem Untermieteranteil aufweist. 1952 setzt Gerhard Bronner dem ehemaligen Ort ein musikalisches Denkmal. Den Älteren ist noch der geschupfte Ferl, gesungen von Helmut Qualtinger, in Erinnerung. Dann zieht der geschupfte Ferl frische Socken an, grün und gelb gestreift, das ist zu elegant. Schmiert mit feinster Brillantine seine Locken an, putzt die Schuhe, doch er hat das ins Klang. Denn beim Dummsetter aus den Lerchenfeld ist Perfektion. Seit 1786 besteht im Norden von Neu-Lerchenfeld der Brunnenmarkt. Der Markt entsteht 1786 in der ehemaligen Elisabethgasse. An der Kreuzung mit der Neu-Lerchenfelder Straße lässt Kaiser Josef II. Einen Auslaufbrunnen errichten, der an die Hernalzer Wasserleitung, die vom Wienerberg in die Hofburg führt, angeschlossen ist. 1873 erhält die Straße die amtliche Bezeichnung Brunnengasse. Die Entwicklung der Wasserversorgung Wiens von den Anfängen bis zur Errichtung der zweiten Hochquellenwasserleitung ist ausführlich in den beiden Videos Wiener Wasser von den Anfängen bis 1870 und Wiener Wasser erste und zweite Hochquellenwasserleitung zusammengefasst. Der Brunnen muss 1871 oder 1872 der neuen Pferdestraßenbahn weichen, der Markt bleibt aber bestehen. Der Ippenmarkt ist eine an den Brunnenmarkt angeschlossene Fortsetzung des Brunnenmarkts. Er entsteht 1897 auf dem ehemaligen Exerzierplatz beim Ippenheim und ist ursprünglich ein Großhandelsmarkt für Obst und Gemüse. Heute ist der Ippenmarkt mit dem Brunnenmarkt nahezu zusammengewachsen.